eigentlich solltet ihr, wenn ihr aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland kehrt, zuerst mal 10 Tage in Quarantäne. Ihr könnt euch allerdings nach 5 Tagen mit einem negativen Covid-Test freikaufen. Sollte heißt, es gibt einen Haufen Ausnahmeregelungen. Ich werde euch hier in dem Video jetzt mal 2, 3 wichtige vorstellen. Und unten habt ihr dann für euer Bundesland immer noch den spezifischen Link. Da könnt ihr dann nachschauen, was für euch gilt. Zum Beispiel müsst ihr in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht mehr in Quarantäne. Dort hat das Oberverwaltungsgericht in Münster die Verordnung komplett gekippt. Und zwar ist dem Gericht nicht klar geworden oder hat es nicht eingesehen, warum jemand aus dem Risikogebiet mit niedrigeren Inzidenzwerten als in Nordrhein-Westfalen, warum so jemand in Nordrhein-Westfalen überhaupt in Quarantäne muss. Weitere Ausnahmen gibt es in Niedersachsen. In Niedersachsen zum Beispiel, wenn du deine Familie besuchst, ersten Grades, dann kannst du 72 Stunden dich im Ausland aufhalten, ohne in Quarantäne zu müssen. Für Geschäftsreisende, die auf eine Dienstreise müssen, gibt es dann sogar noch die Regelung, dass du dann auch nicht in Quarantäne musst. Die einzigste Voraussetzung ist, du musst wöchentlich an deinen Arbeitsplatz zurückkehren. Ähnliche Regelungen gibt es dann auch in Schleswig-Holstein. Da ist es dann nur für 5 Tage, da kannst du nur 5 Tage bleiben. Ich habe hier jetzt wirklich nur 2, 3 wichtige Ausnahmen euch zeigen können. Das hat damit zu tun, dass es so viele Ausnahmen gibt, die würden den Rahmen des Videos hier sprengen. Aber wie gesagt, unten habt ihr die Links für euer Bundesland und da könnt ihr spezifisch nachschauen. Damit ihr in Zukunft keine Mitteilungen mehr verpasst, am besten meinen Kanal abonnieren, dann bleibt er immer aktuell. Du kannst auch mein Buch Der Billigflieger jetzt kostenlos bestellen. Da hast du eine Menge Tipps, wie du an kostenlose Sitzplatzreservierungen kommst, die günstigsten Flüge bei den Billigfliegern wie Ryanair, Wizz Air buchen kannst. Du kannst also jetzt im Moment bei mir kostenlos bestellen, du zahlst lediglich die Versandkosten. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer. Ich wünsche euch eine frohe Zeit und bleibt gesund.